In der Praxis werden jene Kunden, die Tarife haben, die diese kurzfristige Information benötigen, zum Beispiel zeitabhängige Tarife oder die sich über ihr eigenes Verbrauchsverhalten informieren wollen, den Netzbetreiber auffordern, die Viertelstundenwerte abzulesen und ihnen und gegebenenfalls auch dem Lieferanten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Übertragung der Viertelstundenwerte erfolgt nur mit aktiver Zustimmung des Kunden. Sonst werden nur die Monatsdaten übermittelt. Aber mit der Zustimmung des Kunden kann man diese Daten einlesen und der Netzbetreiber stellt sie dem Kunden im Internet zur Verfügung. Und sie werden, wenn der Kunde einen entsprechenden Tarif hat, auch für die Abrechnung des Stroms, der dann zu unterschiedlichen Stunden des Tages unterschiedlich viel kostet, verwendet.